Willkommen zu einer Folge. Machen die nächste Folge. Schieben wir im Hühnchen auf den Arsch. Aber zuerst spielen wir einen anderen Teil weiter. Und ihr seht, in zwei Minuten. Ne, nicht zwei Minuten, aber in anderthalb Stunden hätten wir sogar die 666 Minuten erreicht. Läuft. Die 666 Stunden Spielzeit hier. Gut. Ne. Nee, das waren höchstens 10 Stunden, schwöre. Krank. Nee, wahrscheinlich waren es dann doch. Ja, in 2 Minuten haben wir die 660 Minuten, die zum Spiel erreicht. Läuft, würde ich mal sagen. Hallo Reisender, wie kann ich dir helfen? Ja, du hast uns sicher, wie du uns helfen kannst, aber wir reden auch mit dir. Willst du mal chatten? Ja, was passiert? Ich denke, es ist mit dir passiert, richtig? Da war dieser seltsame Blitz aus weißem Licht. Dann hat sich mein Körper angefühlt, als würde da irgendetwas gezogen werden. Dann, plötzlich, wurde es wieder normal. Cool. Humans. Ich habe gehört, das war alles, weil ein Mensch hier durchkam. Ein Mensch. Ich kann's kaum glauben. Nun, wenn sie sich entschieden haben, hier vorbeizukommen, werde ich dem einen Heldenwillkommen geben. Oh, wie süß, die Ruinen. Hast du es schon gehört? Die Ruinen haben sich geöffnet. Und das bekommt. Was? Sie. Und. Pass mal auf! Sie wurden von innen geöffnet! Anscheinend hatte die Königin die ganze Zeit für wer weiß wie lange dort drin gelebt. Sehr unglaublich, oder? Die Zukunft. Nun, ich glaube, ich werde meinen Store zur Overworld bringen. Hab nicht viel mehr als das geplant, denke ich. Das hat aber wenig geplant. Tschö, komm irgendwann wieder. Oh, die Musik hier wieder. Die bringt mich auf was zu drehen. So, mal gucken, wie es im Innen aussieht. Hallo, sorry. Keine Zeit für ein Schläfchen. Snout in. Boah, ich mag den Pan immer noch. Wird jetzt erstmal ausgemacht, damit wir alle zur Oberfläche gehen können. Und was sagt ihr das? Mama sagt, wir können jetzt alle zur Oberfläche gehen. Was ist so toll daran nebenbei? Ich will nicht weg. Oh, können wir jetzt eigentlich hier... Oh, schade. Nein. Oh, nehmt es noch hier, dieser Tipp. Findet es nicht auch irgendjemand anderes seltsam mit diesen gigantischen Amalgates, oder? Hä? So. Dieses Kind da hinten hat mir gesagt, das Seltsame ist, ein Haustierhasen zu haben. Zuerst ist da nichts Seltsames dran. Es ist süß. Zweitens, was? Es ist normal, mit deinem kleineren Bruder an einer Leine zu gehen, richtig? Oh Gott. Es würde schön sein, den Menschen unsere Geschenke unter einer Baumtradition zu zeigen. Sie werden es vielleicht seltsam finden. Glaub nicht. Ja, was ist los? Ich hab irgendwie nachgedacht. Vielleicht ist Anna nicht so cool, wie ich gedacht habe. Sie ist irgendwie fies. Aber ja, ich hab einen viel cooleren gefunden. Ach ja, wir? Oh Gott. Ich habe gehört, Dr. Alphys hat dem König und der Königin gesagt, was für schlimme Sachen sie getan hat. Der König hat sich so schlecht gefühlt, dass er nicht wusste, was er zu tun hatte. Er hat sie eine große Umarmung gegeben. Dann hat die Königin sie gefeuert. Nun haben wir keinen königlichen Wissenschaftlerin mehr. Das ist Politik! Oh yeah, genauso wie in Deutschland. So, ich weiß nicht, was gruseliger ist, der Amalgates oder dieses Ding hier. Bald werde ich menschliches Essen ausprobieren können. Und dann, denke ich, werde ich ein menschliches Badezimmer auch mal ausprobieren. Läuft. So, du. Hey, Leute werden nicht mehr in die Stadt rumziehen müssen. Sieht aus, als ob wir nicht unsere lokale Kultur verlieren müssen. Abgesehen davon, dass alle von hier wegziehen, hä? Ah, gut. Denke, es kann nicht alles Punk Peaches und Punk Cream sein. Was auch immer das sein soll.
Good job. Oh ja, so höre ich mein Lob gerne. Es hat endlich eine Runde Poker gegen sich selbst gewonnen. Ja, Happy End, würde ich mal sagen. Am Ende habe ich niemals irgendwelche Mädchen mit meiner Angel gefangen. Also, Kind, nimm's von mir. Versuchen nicht, heiße Leute mit einer Angel zu fangen. Irgendwo hast du eine weinende Ablehnung. Wow, eine brandneue Welt. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr für Grilby übersetzen müssen, was gut ist. Weil ich die ganze Zeit einfach nur irgendwas erfunden habe, was er sagen könnte. Dann ist das wirklich gut. Ja. Oh. Sieht aus, als hätte ich nicht mehr über dumme Witze zu lachen. Was? Sieht aus, als hätte ich mich nicht mehr über dumme Witze zu kümmern. Ich wollte dir einen Scherz sagen, aber ich hab nicht wirklich einen. Also ihr... Oh, wir sind frei. Endlich. Ich werde fähig sein, aufzuhören zu lächeln. Hier oben ist da noch was. Können wir endlich rein? Ah, was für ein wunderschönes Klopfen. Ach so, wie das ja vorhin. Ach, hier die Steinfamilie. Sieht aus, als wäre das ja der Beginn von etwas von einer brandneuen, bundenlosen Welt. Dieses Abenteuergeist. Ich bin wieder wie ein Kind. Und meine Kinder sind wie Doppelkinder. Okay. Hey, wenn Menschen... Ed? Wenn Menschen Monster und Menschen spielen, nennen sie es dann nicht einfach Menschen und Menschen? Ich glaube, Cowboy und Indianer oder so. Nun können wir Monster und Menschen mit echten Menschen spielen. Sein großer Traum hat sich erfüllt. Eiswolf muss nicht mehr länger Eis werfen. Eiswolf kann eine Pause nehmen und jetzt Hosen kaufen. Das hast du dringend nötig. So, hier weiter. Oh, die River Woman. Später. Vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, bekommen wir noch das Beware of the Man Who Speaks in the Sands. Ach, hier ist jetzt das mit den Amagatis, ja. Ein formloses Schütteln des Familienmitglieds ist großartig. Wir sind immer am Bewegen, also kann ich sie hundertprozentig jederzeit sehen. Jo. Alle unsere Eltern wurden in ein horrorhaftes Wesen kombiniert. Das ist okay, denke ich. Es hat wirklich unsere Familien zusammengebracht. Oh Gott. Nun, dass unsere Eltern dasselbe Geschöpf sind, bedeutet das, dass ich mit meiner Schwester verheiratet bin. Warte, wir sind Hunde, das ist normal. Vermute ich mal. Oh Gott. Du? Oh Gott! Die beiden verstehen sich scheinbar, wir sollten hier weggehen. So, gehen wir in die Library rein. Willkommen zur Library. Das ist der letzte Tag, an dem wir offen sein werden. Also mach so viele Geräusche, wie du willst. Oh yeah, das ist Style. Das größte Problem meines Lebens ist zu Ende. Ich hab das heutige Junior Jumble gelöst. Oh, das muss ich noch machen. Oh my, das sind so viele Neuigkeiten zu berichten. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Wie wär's mit dieser Schlagzeile? Monster wurden befreit vom Untergrund. Nee, das hat nicht genug Psaas. Wie war's mit Top 10 Monster, von denen du nicht glauben wirst, dass sie von dem Untergrund befreit wurden? Ja, das funktioniert immer. YouTube ist der beste Beweis. Dies wird das letzte Problem unserer Satzung sein. Hey, warum machen wir nicht einfach ein großes The End auf das Cover und spenden den Tag? Oder machen Feierabend? Oh, mein Hals, der tut schon von den ganzen Stimmen wieder weh. Ach, hier waren wir schon, oder? Ja, ja. Es ist von innen abgeschlossen.
Na gut, Leute, da haben wir noch einen Ort, wo wir hingehen müssen. Ja gut, eigentlich, ja, wir müssen hier noch gerade durch den Snowden Forest gehen. Ja, jetzt. Armen Hals. Ich frage mich, warum sie so sehr in die Oberfläche wollen. Ich meine, guckt euch hier mal den Hintergrund an. Die haben doch hier schon die gigantische Welt praktisch. Guckt euch das an. So klein kann der Untergrund gar nicht sein. Hier wird 10 mal Berlin reinpassen. Oh, Icecap. Vielleicht wird irgendjemand auf der Oberfläche mich beachten. Da sind so viele Leute. Irgendjemand muss, oder? Ja, ja. Ja, ja. Dentnis, dieses... Wie? Jeder geht jetzt. Gut, endlich sind die weg. Vielleicht werde ich jetzt endlich meine Ruhe und Frieden bekommen. Du hörst dich schon an wie meine Oma. Ja gut, gehen wir mal hier entlang. Ja, hier können wir aber erst wirklich was anfangen in der übernächsten Folge eventuell. Ja, nach den Credits, wenn ich das richtig mache, sonst auch nicht. Ich werde mir jetzt also einen Versuch geben und wenn ich das nicht geschafft habe, dann werden wir auch nicht herausfinden, was da drin ist, Leute. So, dann sind mir die 100% so egal wie der Genocide. Oh. Hier ist nochmal der Papyrus. Es ist ein Schneepapyrus. Es ist ein Schneesand. Ich weiß, wie ich mich selbst jetzt von den anderen abheben kann. Mit einem Ohrring. Warte. So, ich glaube, auf der Oberfläche wirst du damit nicht wirklich Aufmerksamkeit auf dich ziehen können. Wir sind alle frei. Okay, okay. Ich werde aufhören, hier rumzustehen. Weiß dieser Hund eigentlich Bescheid? Weiß er vielleicht nicht, oder? Oh, der arme Hund, der tut mir richtig leid. Na gut, dann hier speichern wir nochmal. Man kann nie oft genug speichern, Leute. Dann hier... Ah, ich hätte das... Boah, ich möchte das Puzzle unbedingt mal machen. Muss ich mal gucken, Leute? Vielleicht irgendwo mal. Vielleicht nicht. Ein wenig Spieler zumindest. Oh, hier ist der Schneerebell. Wie hieß der nochmal? Der... Keine Ahnung. Hä? Ich denke... Wir müssen jetzt alle in die Oberfläche gehen, Da sind Wälder, in denen wir leben können. Hä? Ja, ja, so ähnlich. Da dieser eine Freund vom Snowdrake, wie hieß der nochmal? Hab den Namen vergessen, schade. In dem Genocide ich nochmal nachgucken, nachdem ich Snowdrake getötet hab. Ha! Nach all dieser Zeit! Denkst du immer noch an meinen Hut? Bitte? Ne, ne. Nie. So. Boah, das sind zu viele Stimmen. Mein Hals macht das nicht länger mit. Gleich hat er einen Knacks und dann ist meine... und dann sind meine... Ich hab den deutschen Namen davon vergessen. Meine Speech Cords durch. Können wir uns das ja eigentlich nochmal hier... Yay! Hey, Kids! Könnt ihr mir helfen, dieses Puzzle zu lösen? Nö. Ah, mein Hals. Steht hier jetzt eigentlich ein anderer Dialog? Nö. Immer noch ein Schneesenack. Hä, bin ich im Kreis gelaufen? Wieso ist der jetzt nochmal? Ich mach mir Sorgen darum, älter zu werden. Ich höre auf, ein Teenager zu sein. Nein, ich weigere mich. Ich werde einfach neue Nummern erfunden. Wie 20-Teen. Das geht natürlich auch. So, ich bin mir sicher, Tingle hat es auch auf irgendeine ähnliche Art gemacht. Wann kommt ihr denn endlich die Snowdrake-Familie? Oh, hier. So, hast du dieses Stück sehr weit weggebracht? Wo ist das Stück? Hä? Keine Ahnung, also eigentlich sind sie alle unsere Items verschwunden, also von daher. Oder habe ich sie wieder alle gefressen? Das kann natürlich auch sein. Na gut, hier ist jetzt die Snowdrake-Familie.
Oh Gott, armes Vieh. Der Doktor hat meine Frau gebracht zurück von den Toten. Mein Sohn scheint ziemlich wieder happy zu sein. Unsere Familie ist größer als je zuvor. Du, dass meine Frau so kombiniert ist mit 16 anderen Personen. Ich mag es irgendwie nicht, mit dir zu reden. Du hast so eine seltsame Stimme. Mama scheint ihren Verstand jetzt mit anderen Leuten zu teilen. Aber sie ist immer noch meine Mutter. Und das ist cool. Weil, wir sind aus Eis und so gemacht. Was? Es ist ein Scherz. Lach drüber. Niemals. Snow. Ui. Snow ist übrigens hier der Spitzname vom Snowdrake. Ist hier oben noch was? Das ist noch die Fishing Rods. Naja, wir reelen das mal an. Nevermind, Guys, steht da jetzt drauf. So, sagt Toria noch was Neues. Hey, Frist, hier ist Toria. Yeah! Ich... ich habe 1 Million Pasteten gebacken. Möchtest du welche? Oh Gott. Und geh sicher, dass deine Zähne putzt, bevor du über die Straße gehst, Frisk. Ach nee, das hat jetzt ja der Sans geschrieben, genau. Deshalb ist es auch alles klein gewesen. Ich habe nichts davon gesagt. Komm, das ist wichtig, das müssen wir uns noch angucken. Grüße, hier ist Sans. Ich liebe mein... Warte. Grüße, hier ist Sans. Ich liebe meinen Bruder sehr, sehr. Ich helfe ihm, dünn zu bleiben. Dieses Sans-Risk. Hast du... Was? Schreibt er... Nee, das schreibt er nicht. Das, da wird Groß- und Kleinschreibung beachtet. Dieses Sans-Risk. Weißt du, dass ich es liebe, geowned zu werden? Ich glaube außerdem, dass Toriel sehr gut... Entschuldige mich. Lol, die Lampe fühlt uns immer noch mit Determination. Okay, das ist... Toriel hat eine Message geschrieben mit dem Namen Cat Video. Drin... hat sie... warte. Da drin hat sie ein Video beschrieben, in dem sie ein kleines weißes Tier gesehen hat. Es gibt keinen Link oder sowas, um es zu gucken. Okay, ich glaube, wir wissen also, was das ist. Tori hat ein Message geschrieben. FED, keine Ahnung. Oh Gott. Sende dies zu irgendjemanden, den du magst. Oder ein Skelett wird seine Knochen auf dich werfen. So, das ist so ziemlich der beste Kettenbrief, den ich bis jetzt gesehen habe. Dear Frisk, ich hoffe, du magst das hier. Was? Es ist ein SK-Art von einer Schnecke. Das hat nicht nach einer Schnecke ausgesehen. Liebe Frisk, Anne und Papyrus möchten zusammen mit mir kochen. Sand sagt mir, dass sie exzellente Köche sind. Ich freue mich drauf. Vielleicht, wenn du Glück hast, kannst du etwas davon abhaben. Nein, danke. Und das Nein, danke kam nicht von der Toriel, das kam von mir. Ja, gut, Leute. So, dann gehen wir jetzt in die Ruinen rein und dann geht's ja auch nächste Folge zu Ende, würde ich sagen. So. Oder machen wir jetzt? Ja, komm, wir machen jetzt noch die Ruinen durch, denn wir sind extremste Durchmacher. Oh yeah. So. Boah, je weiter man backtrackt, desto mehr Erinnerungen kommen hier. Vor allem, nachdem man das Spiel dreimal durchgespielt hat. Ich muss jetzt gerade einen Schluck Wasser trinken. Oh yes. Also, ich würde auch mal gerne wissen, wie das hier physikalisch möglich ist. Da, erklär mir das bitte mal einer. Na gut, egal. It's a game point! Ja, stimmt, hier war ja dieser extremst lange Gang, der also sehr genervt hat, weil er so extremst lang war. Und die Toriel die ganze Zeit mit uns sprach und stuff. Oh, yes. Hier unten, naja, jetzt müssen wir noch mal 5 Minuten lang hier entlang gehen. Yay, oh. Ja, oh.
Pack tracking for the win, oh yeah. Oh yes. So. Dann können wir gleich. Ach nee, warte, dann gehen wir nochmal in den Spiegel hier. Wir gehen in den Spiegel vor allem. Und das ist hier. Immer noch Doofrisk. So. Ja, jetzt steht dort nämlich auch Frisk und nicht Chara oder einfach nur It's Me. So, oder It's You oder sowas. Ja. Interessant, selbst in Ruinen hier gibt's Vegetation und alles. So. Da, was sagt er jetzt? Rapid, rapid. Sieht aus, als hätten die Ruinen sich endlich geöffnet. Vielleicht werden wir endlich rausgehen und den Rest des Untergrundes sehen. Die Barriere ist ebenfalls offen. Lass uns einfach nur einen Schritt auf einmal gehen, okay? Boah. Es ist immer noch hier. Ja. Du hast das Spielzeugmesser gefunden. Und? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Was ebenfalls immer noch hier ist? Das hätte ich nämlich ganz vergessen, dass wir es einfach nur hier für diesen Moment hier übrig gelassen haben. So, das Spielzeugmesser ist nämlich immer noch hier. Und die Pastete. Du hast ein Stückchen Butterscotch Cinnamon Pie gefunden. Die Pastete haben wir nämlich auch noch. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wäre es komplett grundlos gewesen, dass wir es am Anfang übrig gelassen haben. So, gut, dass wir hier noch das Spielzeugmesser gefunden haben und da reingingen. Aber hier, wartet. Guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Schon alleine hier, die alte, schon allein hier, innerhalb der Ruinen, das Home. Nicht das New Home, sondern das alte Home. Das kleine alte Home, eingeschlossen in einer Ruine. Und nicht mal ein Stück von dieser äußeren Welt, die wir in Snow, die wir da in Dings sehen konnten. Schon ein dieses Stückchen hier ist, wie ihr sehen könnt, mindestens so groß wie Berlin. Die haben hier unten praktisch die gesamte Welt. Und wollen immer noch mehr. Ich verstehe das nicht. Ich kann nicht verstehen, wie man sich bei so einer Größe überhaupt noch eingesperrt fühlt. Klar, es gibt hier keine Sonne überall und alles, aber ist das nicht... Naja, das ist eigentlich eine Sache, an die sich die Gamer halt gewöhnen. Und wenn wir das schaffen, schaffen die das nicht auch? Nee, aber so klein ist das hier gar nicht. Man kann hier kaum von einem Gefängnis reden. Na gut, egal. Ja, oder der Sauerstoff wird hier knapp, kann ja auch sein. Rapid, rapid. Käbenamen waren schön für eine Weile. Nächstes Mal sollten wir einen relaxenden Grünton versuchen. Oh ja, das finde ich auch nice. Rapid, rapid. Hast du in diesem Raum jemals einen vierten Frosch gefunden? Der vierte Frosch ist da. First try, Leute, first try. Da ist ein ameisengroßer Frosch in einem Schlitz in der Wand. Er winkt dir zu. Rabbit, Rabbit, sag, wenn du das deine Reise zu Ende ist, hast du vielleicht Zeit, mir zuzuhören? Seitdem die meisten Leute einfach nur X drücken, um durch meinen Dialog zu gehen. Das ist richtig. X drücken. Du wurdest wirklich erwachsen, oder? Ja, und jetzt, wenn wir das hier machen. Ich glaube, manche Dinge ändern sich nie. Ja, das passiert, wenn wir den Dialog halt wie immer überspringen. Wie immer, ist schon traurig. Können wir eigentlich noch was kaufen? Ja, komm. Oh. Ja, komm, hier noch zum Abschluss des Spiels trinken wir noch mal hier den Spinnensaft. Utze. So. Ach, wisst ihr was? Das Spielzeugmesser. Komm, das werfen wir mal weg hier als Zeichen des Friedens. So. Du legst es auf den Boden und streichelst es. Sagst du mir noch was, Paul? Der Ausgang ist offen. Ich glaube, ich roll mal lieber raus. Hey, willst du mir bitte einen kleinen Schubser geben, Kürbis? Nee. Jetzt nicht mehr.
Und das ist gar nicht schlimm. Denn das hier ist genau die Richtung, in die wir wollen, Leute. Oh, yes. Rapid, entschuldige mich, Mensch. Es sieht aus, als hättest du dich in eine sehr gedankenvolle und anwesende Person aufgewachsen. Ob es meine Anweisung war oder nicht, ich bin stolz, Rapid. Mhm. So, guck nur, was du getan hast. Naja, manche Sachen wissen sich nie. Oh, dann ist er verdammt, dem sich Toriel mal versteckte. Voll süß. Ah ja, apropos Toriel. Toriel hat eine Massage gesendet, als ich jetzt das gelesen. Liebe Frisk, wenn Sans und ich eine Band starten, weißt du, wie wir sie nennen? Dreamer und Femur? LOL! Hä? Yes, das ist nur ein Scherz. Was? Sieh mich nicht als ein Dreamer an. Hä? Ich hab den Joke nicht verstanden. Also Dreamer ist ja verständlich, aber wieso Femur? Nee, das ist nicht der Nachname von Sans, oder? Sans nennt sich auch selbst nur Sans Skeleton. Das ist nicht sein Nachname. Ja gut, Sans Femur hört sich auch etwas scheiße an. Muss man mal zugeben. Ist halt so. Ja. Das! Hast du Pakalaion! Okay. Gehen wir einfach durch, wie immer. Ach, können wir jetzt eigentlich wieder. Liebe Frisk, Anton ist sehr stark. Papyrus hat eine Wette mit ihr gemacht, dass sie nicht jeden hier hochheben könnte. Sie konnte. Das einzige Problem war, dass sie nicht wusste, wie sie jeden runterstellen sollte. Läuft. Dear Frisk, Alphys hat mir gesagt, wie viele interessante Fakten es gibt über die menschliche Welt. Ein paar von denen sind aber falsch. Frisk, du hast ihr nichts Seltsames gesagt, oder? Ging's um die Animes? Liebe Frisk, ich habe gehört, dass es schlecht ist für dich, den Computer zu lang zu benutzen. Wie auch immer. Ich habe nicht gesehen, dass du überhaupt den Computer benutzt hast. Du musst sehr gesund sein. Wie schön. Ja, ja. So, ich glaube, ich habe den Computer genug genutzt. Ja, aber nicht ganz genug. Ich muss nachher noch ein paar Pokémon bereiten. Übrigens, der nächste Competitive Pokémon Battle kommt demnächst auch. Ich habe ein paar interessante Kämpfe gemacht. Mal gucken, ob ich demnächst bei der Aufnahme auch so viel Glück habe. Aber ich habe auch ein paar interessante Pokémon hergestellt. Also, ja. Ihr könnt euch schon mal auf den Buddha und ein paar andere freuen. Und hier ist es nun. Übrigens, hier ist wahrscheinlich die Shadow begraben. Keine Ahnung, ob ich das schon erwähnt habe. Aber dann reden wir nun mit ihm. Gold. Ach, warte, von hier aus können wir nicht mit ihm reden. So. Keine Sorge um mich. Irgendjemand muss auf diese Blumen aufpassen. Wenn wir Toriel verschont hätten, hätte sie dasselbe hier gesagt, wenn wir bis hierhin zurückgetrackt wären. Keine Ahnung, ob ich das gezeigt habe. Frisk. Bitte, lass mich alleine. Ich kann nicht zurückkommen. Ich kann's einfach nicht, okay? Ich möchte nicht nochmal deren Herzen brechen. Es ist besser, wenn sie mich niemals wiedersehen. Warum bist du immer noch hier? Versuchst du mir Begleitung zu geben? Frisk. Oh. Hey, lass mich dich eine Frage stellen. Frisk. Warum bist du hergekommen? Jeder weiß die Legende, richtig? Reisende, welche auf Mount Ebert gehen, verschwinden einfach. Ach, Frisk, warum würdest du jemals so einen Berg besteigen? War es Dummheit? War es Schicksal? Oder war es, weil du... Nun, nur du weißt die Antwort, oder? Ich weiß, warum Trevor den Berg bestiegen hat. Es war nicht für einen sehr glücklichen Grund. Frisk, wenn ich ehrlich zu dir sein soll, Chera,
hat die Menschheit gehasst. Haben wir schon gemerkt im Genocide. Bei, nee. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich das Genocide innen noch reinschneiden. Naja, lassen wir es einfach hierbei. Warum sie es tat, darüber hat sie mal geredet. Aber sie hat sich da sehr stark gefühlt. Übrigens, es wird vermutet, dass Shava versucht hat, Suizid zu begehen und es aber überlebt hat. Frisk, du bist wirklich anders von Shara. Um ehrlich zu sein, auch wenn ihr sehr gleiche, Fashion Choices habt, weiß ich nicht, warum, weiß ich niemals, warum du und sie wie dieselbe Person gehandelt habt. Warum ich euch beide für dieselbe Person gehalten habe. Vielleicht ist die Wahrheit einfach, dass Shara nicht die beste Person war. Frisk, du bist die Person, die Art von Person, von der ich immer wünschte, sie zu haben. So, vielleicht war ich einfach nur. Vielleicht habe ich einfach nur etwas projiziert. Lass uns ehrlich sein. Ich habe als Blume seltsames Zeug getan. Das ist noch eine letzte Sache, die ich denke, dir sagen zu sollen. Frisk, wenn Shara und ich unsere Seelen kombiniert haben, war die Kontrolle über unseren Körper eigentlich auf uns aufgeteilt. Sie war es, die ihren eigenen leeren Körper aufgehoben hat. Und dann, wenn wir zu dem Dorf gegangen sind, war sie es, die unsere komplette Kraft benutzen wollte. Ich war der, der dagegen ankämpfte. Und dann, wegen mir, das ist, warum ich eine Blume wurde. Frisk, diese ganze Zeit habe ich mich selbst für diese Entscheidung die Schuld gegeben. Das ist, warum ich diese seltsame Sicht auf diese Welt bekam. Töten oder getötet werden. Aber nun, nachdem ich dich getroffen habe, Frisk, ich habe nichts mehr gegen diese Entscheidung. Ich habe das Richtige getan. Wenn ich diese Menschen getötet hätte, ach so, ich hatte jetzt gedacht, dass das Zeug, was er als Blue getan hatte, hätten wir wieder einen kompletten Krieg gegen die Menschheit gestartet. Und im Ende, und jetzt an diesem Ende ist sie ja befreit worden, richtig? Ich fühle mich immer noch ein bisschen traurig darüber, wenn man bedenkt, wie viel Zeit es gekostet hatte. Vielleicht war es doch nicht die perfekte Entscheidung. Aber du kannst schlechte Entscheidungen nicht dein ganzes Leben lang, bereuen, richtig? Nun, nicht, dass ich sehr viel von einem Leben übrig hätte. Aber nebenbei, aber das ist komplett irrelevant. Ja, dazu wollte ich jetzt noch irgendwas sagen, hab's aber vergessen. Ah ja, genau, er kann eigentlich nicht genau wissen, wie viel Zeit genau vergangen ist, weil er die ganze Zeit hier die Zeit zurückgespult hatte, als Blume, öfters. Frisk, danke, dass du mir zugehört hast. Du solltest jetzt wirklich zu deinen Freunden gehen, okay? Oh, und bitte, in der Zukunft, wenn du, mich siehst. Denk ja nicht von diesem Ding als mir, okay? Ich möchte einfach nur, dass du mich auf diese Art erinnerst. Ah, Grammatik stirbt. Jemand, der für eine kurze Weile dein Freund war. Oh, und Frisk. Sei in der äußeren Welt vorsichtig, okay? Im Gegensatz zu dem, was jeder denkt, ist es nicht so schön, wie es hier ist. Ah, er kapiert es also. Da sind eine Menge Flowies draußen. Und nicht alles kann einfach nur damit gelöst werden, nett zu sein. Frisk, töte nicht und werd nicht getötet, okay? Das ist das Beste, was du tun kannst. Ja, wird sie eh nicht. Sie kann ja ganze Zeit die Zeit zurückspulen. Nun, Sia, Frisk, hast nicht irgendwas Besseres zu tun? Komm, einmal noch. Komm, noch einmal. Okay, komm, kein Dialog mehr, schade. Aber ja, der Ezreal ist wirklich der Einzige, der hier wirklich kapiert, dass die äußere Welt die wahre Hölle ist, während es hier im Untergrund, dem unterirdischen Gebilde,
welches im Normalfall normalerweise als Höhle dargestellt wird, hier wirklich der friedlichste Ort ist. Das zeigt auch, dass die Monster hier viel menschlicher sind als die Menschen selber. Also da hat der Toby Fox wirklich etwas Geniales gemacht. So, jeder von uns weiß auch, wenn es hier keine Fortsetzung von gibt, dass wenn es eine Fortsetzung geben würde und wenn es ja der Oberfläche wären, es einfach nur mit Diskriminierung und einem schlechten Ende geendet hätte. Also im Prinzip ist das hier das schlimmste Ende, was kommen könnte. Nämlich jetzt, die werden die Monster ihren Wunsch erfüllt bekommen, aber werden alle währenddessen sterben. Und ich glaube, das wäre sogar noch schlimmer, als wenn die alle ohne Hoffnungen und ohne Kontrast gestorben wären innerhalb einer Genocide-Route. Ja gut, ist meine Meinung. Aber keines der Viecher hier wird an der Oberfläche überleben, das könnte ich euch garantieren. Die Menschen können sich nicht mal innerhalb von sich selber mit ihren verschiedenen Glaubensrichtungen und Hautfarben tolerieren. Das wird hier so, wie es in Undertale dargestellt wird, nie funktionieren. Das hat der Ezreal extrem gut auf den Punkt gebracht. Mit seiner kleinen Rede da. So. Die Frage ist nur, wer zuerst reagieren will, hoch? Die AfD oder der Donald Trump? So, da gibt's auch noch eine interessante Fanfiction zu, die ich letztens gelesen habe. Die heißt Inseparable. Die müsst ihr euch unbedingt mal durchlesen. Das ist Pflichtprogramm. Also, das ist wirklich bisher die beste Fanfiction mit dem besten Schreibstil und der besten Story, die ich bis jetzt gelesen habe. Ja, also, ja, das müsst ihr euch mal durchlesen. Das erste Kapitel und das zweite sind nicht so prickelnd, aber sobald ihr dann erstmal an der Oberfläche sind, ist das wirklich krass. Also, dann, ach, wartet, wir haben ja noch eine Torilum, die wir uns kümmern müssen. Fail. So, hier. Nein, falsch. Hier. Toril hat ja eine Massage gesendet. Liebe Frisk, ich denke, ich sollte jetzt das Telefon für eine Weile ausschalten. Deine Freunde sind alle sehr nette Leute. Ich denke, ich werde die Zeit verwenden, sie besser kennenzulernen. Sei gut, okay? So, in Liebe, Toril. Ah, und sie... Ach nee, warte, dafür müssen wir, wenn überhaupt, in den nächsten Raum gehen. Aber ich glaube ja nicht das, oder? 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 Nö. Okay. So, da hätten wir das jetzt auch beendet. Ah. Gehen wir nochmal in die Oberfläche. Gehen zur River Roomen. Und, ja. Gucken mal, ob wir eventuell noch den Dialog rausholen können, ne, Balls? Ja, dann gehen wir von dort auch aus direkt nochmal. Wir machen ja einmal Backtracking und dann machen wir wieder Forward-Tracking. Ja komm, das gehört ja einfach noch zu Undertale dazu, dass wir das so machen. Zwei Reisen mit der River Roomen und dann, ja, noch ein paar Fahrstühle und dann sind wir eigentlich auch schon wieder an dem Ausgangspunkt, wo wir in der nächsten Episode dann auch die Credits, ja und insgesamt das Finale, kann man das schon Finale nennen? Nee, eigentlich das True Petzl-Fest Ende zeigen. Das Ende von dem Ende kommt halt erst nächste Folge. Dann versuchen wir noch da den Credits, die auf uns schießen, auszuweichen. Und da hinten diese Mystery Door zu öffnen. Und wenn wir es beim ersten Versuch nicht schaffen, dann ist es halt so. So, dann wollte Toby wenigstens nicht, dass wir es schaffen. So. Ja gut, ach ja Leute, hier könnt ihr dann auch nochmal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr es gut finden, wenn Undertale eine Fortsetzung bekommt? Ne? Gut, ich auch nicht. Das Spiel so wie es jetzt ist, eigentlich perfekt abgeschlossen. Würde eine Fortsetzung kommen, wäre es Happy End direkt wieder weg. So. Also interessant, wenn der Toby Fox ja anstatt einer Fortsetzung vielleicht noch eine offizielle Version aus der Sicht von Sans macht im Genocide Mode, in dem Pacifist Mode und alles, das wäre schon witzig. Das würde ich mal gerne sehen. Und insgesamt mal von verschiedenen Charakteren. Dass dann im Hintergrund praktisch noch eine Story passiert ist, von der wir selbst nichts mitbekommen haben. Oder so als kurze 10-Minuten-Games, die er dann so rausbringt nebenbei. Mit dem Erstellen von Soundtracks hat er anscheinend kein Problem, weil alle Soundtracks praktisch hier auf His Theme basieren.
Selbst Megalovania. Ich bin sogar noch durchgegangen. Selbst Megalovania enthält Elemente von his Theme. Das ist krank. Megalovania ist ja das. Ist dann praktisch nur die verschiedenen Töne von wiederholt. Also hat er diese Töne dann aneinander gereiht und hat daraus dann diesen Teil von Megalovania gebildet. Also es ist wirklich krank, was der Toby Fox hier bewiesen hat, wie viele verschiedene Lieder man aus einem Lied praktisch rausholen kann. Also ich denke, das ist immer noch das größte Kunstwerk von allem, dass er nicht verschiedene Lieder machen musste, um das Game jetzt zu kreieren, sondern dass es ihm schon reichte, hier ein einziges Lied zu verwenden. So. Also, das ist schon interessant hier. Ach ja, habt ihr euch eigentlich schon die Theme angeguckt, dass der Sans der Nessus Earthbound ist? Ne? Ja, da müsst ihr euch das mal angucken bei Game Theory oder so. Ich werde das mal hier verlinken im Video, wenn ich daran denke. Nicht im Video, sondern in der Beschreibung. So, und was das hier mit der momentanen Situation zu tun hat? Nichts, aber ich muss irgendwie hier die Zeit überbrücken, die wir brauchen, um wieder oben an das, an die Credits zu kommen. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie nicht so das einzig Wahre, wenn ich das einfach so mache, dass ich die ganze Zeit hier das Hintergrundlied summe, oder? Ne? Gut, dann sind wir uns daran einig. Ach, wartet, das war falsch. Nein, halt, stopp, jetzt rede ich, nein! Ah. Da, seht ihr? Und anders wird das auch nicht enden. Ich werde einfach nur die ganze Zeit summen. Oder wo? So, da müssen wir noch entlang. Komm. Tralala, möchtest du auf meinem Boot reiten? Jo. Wohin gehen wir denn noch heute? Sie werden hier alles am Pfad nehmen, was sie nehmen können. Wir legen ab. Und hoffen mal, dass wir endlich die Nachricht bekommen mit Beware the Man Who Speaks in the Sands. Tralala, irgendwo ist heute Mittwoch, also sei vorsichtig. Okay, ach ja, übrigens, sagt er immer den Tag, der momentan ist. Ja, auch witzig. Oder RCS, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Chimera, oder RCS kann auch sein. Komm irgendwann wieder, tralala, tralala, möchtest du mit meinem Boot mitfahren? Jo. Dann wohin geht's heute? Nach Hotland. Dann los geht's. Komm, bitte. Tralala, auf einem Boot zu tanzen ist gefährlich, aber es ist eine gute Übung. Diese einfühlsamen Texte, wunderschön. Kommt, wir brauchen jetzt endlich hier die Nachricht. Dann habe ich hier auch eventuell einen Namen für die Folge. Bitte. Snowed in. Dann los geht's. Bitte. Tralala, Mensch, Monster, Blumen. Komm irgendwann wieder, tralala, tralala, möchtest du auf mein Boot reiten? Dann los geht's. Bitte, last try, komm her, Paul. Last try, last try. Tralala, warum singst du nicht mit mir? Tralalala, la la la. Okay, ich hätte nicht Last Try sagen sollen. Ich hab's verkackt. Ich hab gehofft, die magische Wirkung von dem Wort Last Try hat's jetzt bewirkt, dass es doch noch sagt. Aber ne, dann nicht. Aber ich glaube, unter Beware of the Man Who Speaks in the Sands könnt ihr euch schon so eine Dialogbox vorstellen, oder? Oh, und dann noch unter Beware of the Man Who Comes from Another Dimension. Könnt ihr euch auch eine Dialogbox vorstellen? Dann gebe ich dem der Folge halt irgendeinen Namen in Bezug auf Ezreal. Da, wie nennen wir es hier? Ja, du kannst dich immer bereuen, was du getan hast. Nee, du kannst dein Leben lang nicht bereuen, was du getan hast. Oder sowas in die Art. Oder
Ja, behalt mich in Erinnerung, wie ich jetzt bin. Ah ja, so nennen wir die Folge, das passt doch. Ach, können wir jetzt hier eigentlich einen Aufzug benutzen? Komm schon, bitte. Der Aufzug wird benutzt. Oh, na. Auf und zum Chor. Wir gehen nach vorn. So, gleich zur Folge endlich senden, dann kann ich wieder Pokémon herstellen für das nächste Wi-Fi-Battle, den ich machen werde. Oh, yes. So. Dann geht's noch hier diesen Gang entlang. Und ich komm die Credits und mir fällt kein Reimer. Wenn dir keine Credits ein... wenn dir keine Reime einfallen, lässt du's einfach bleiben. Ja, so ist's. Oh yeah, die Riverwoman hat auf mich abgefärbt. Abgefärbt wie im Farbkasten, oh yes. Ja Leute, wir haben es hier tatsächlich geschafft, um den heißen Brei zu reden und irgendwie noch die Folge mit einem Dialog von mir zu füllen, ohne dass wir mit jemandem geredet haben und ohne dass wir ein Gesprächsthema hatten. Und jo, ich würde mal sagen, Achievement get, Leute. Oh, hier sind noch die Blumen. Awesome. Das sind alle. Ach du, hast uns eigentlich noch was zu sagen? Ja, okay, haben wir schon gemacht. Ja, wir haben mit dem kompletten Untergrund geflirtet, den kompletten Untergrund getötet, den kompletten Untergrund verschont. Und... Wir haben noch 15 Minuten, sollen wir es machen? Ja, komm. Machen... Nee. Doch nicht, erst nächste Folge. Lass uns aufbewahren. Nächste Folge wird ganz kurz, wird ganz knackig und wird das Ende sein. Safe. Failed saved. So Leute, bis dann.